Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei neulichimgarten.de/blog. Heute geht's in die Exoten. Wir begeben uns in die südamerikanischen Anden, weil da hinten steht so ein Gewächs. Das habe ich im Frühjahr in die Erde gesteckt und das will ich mir jetzt mal angucken, was da draus geworden ist. Ob ich das jemals esse, weiß, ist eine andere Frage. Aber wir gucken mal nach, was draus geworden ist. Und zwar handelt es sich dabei um Oka. Das ist ein Sauerklee mit Knoll. So ziemlich schrumpelige rote Dinger. Aber wir gucken mal nach. Der ein oder andere mag sich erinnern, hier vorne waren Lauchzwiebeln und dahinter war so ein riesen Teppich von Klee. Und jetzt hat es scheinbar doch mal gefroren und ich habe es verpasst. Und jetzt ist mir das ganze Zeug so gut wie abgefroren. So, also ein einziges Geflecht aus Grünzeug. So, und da müssten jetzt Knollen dran sein. Also ich habe im Netz nachgelesen, da waren verschiedene Vorgehensweisen. Manche haben das noch abgedeckt, damit das möglichst lange im Boden bleibt, weil die Knollen kommen erst im Herbst. Ich habe sie einfach so wachsen lassen, bis sie abgefroren sind. Jetzt haben wir Ende November und jetzt buddel ich die mal aus. Also, da sind sie, die Knollen. Aus der Nähe betrachtet sieht das so aus. Lauter so, wie gesagt, schrumpelige rote Dinger. Aber sehr viele, sehr kleine dran. Na gut, da war auch nur eine Pflanze. Manche sind auch schon fast an der Oberfläche gewesen hier. Das ist ja mal eine große hier. Also, wollen wir mal gucken. Von der Menge her kann man sich wirklich nicht beklagen. Da sind jede Menge dran. Nur die sind winzig klein. Also jetzt bei der hier, ein paar große habe ich rausgesucht, aber ansonsten sehr viele, sehr kleine. Das ist das Ergebnis einer Pflanze. Aber ob die kleinen jetzt auch noch verzehrbar sind, mal gucken, ich mache noch eine aus. Das ist die Ausbeute von zwei Pflanzen. Also lässt sich schon sehen. So, wie geht mir jetzt mit den Dingern weiter vor? Da habe ich verschiedene Aussagen gelesen, die enthalten Sauerklee, enthalten Oxalsäure. Die einen sagen, man kann sie so essen, andere sagen wieder, man soll sie liegen lassen im Sonnenlicht. Dann würde sich die Oxalsäure abbauen und man hätte nachher vielleicht sogar süßliche Früchte, die man auch so essen kann. Ich werde das einfach mal probieren. Ich lege ein paar davon ins Gewächshaus und ein paar wasche ich mir jetzt ab und tue die mal in die Pfanne. Und dann sehen wir mal nach. Gut, also Exoten im Garten, Oka. Dürfen die allerwenigsten jemals gesehen haben. Ich probiere das doch mal mit dem Kochen. Eine Hälfte habe ich hier ins Licht gelegt, ans Fenster. Und die andere Hälfte, die werde ich mir jetzt braten. Dazu habe ich mir die erstmal gründlich gesäubert. Ein bisschen geschrubbt, wo es ging. Jetzt gucke ich nochmal nach, ob da irgendwelche Stellen dabei sind, die mir suspekt aussehen. Dann lass mit uns munden. Also da ist nichts drauf zu erkennen, was an irgendwie an Schädlinge erinnert. Die sehen eigentlich alle, mal ganz abgesehen davon, dass sie so schrumpelig aussehen, sehr gut aus. Aber wie bereitet man sowas zu, wenn man keine Ahnung vom Kochen hat? Tja. Ich tue einfach ein paar Zwiebeln rein und das obligatorische Speck. Das müsste dann reichen. So. Zwiebeln, die verlieren ihre rote Farbe. Sie werden gelb. Man könnte ja sagen, ich wäre einfallslos im Kochen. Wird man wohl auch recht haben, aber Speck gehört dazu. Ha? Sieht das nicht lecker aus? Dann möchte doch jeder gerne mal zubeißen, was? Also ich habe mal eine versucht. Die schmecken definitiv sauer, scheinen mir aber noch nicht gar zu sein.
Da tun wir einfach noch was Wasser drauf. Stellen die Flamme kleiner und lassen dann einfach noch was dünsten. So. Wer hatte die Idee, sowas anzubauen? Gibt es da nicht Leute im Internet und im Fernsehen, die durch die Weltgeschichte sausen und alles Mögliche essen? Also ich meine, ich will ja schon Internetstar werden, aber damit möchte ich mein Geld auch nicht verdienen. So sieht das Ganze hier fertig aus, weil ich mir gebrutzelt habe. Und das probieren wir jetzt mal. Da sind sie. Schmecken auch irgendwie nicht noch viel. Sind auch nicht mehr sonderlich sauer. Ja, haben irgendwie Ähnlichkeit mit Kartoffeln. Mal probieren. Ich weiß es nicht. Gut. Wer mehr wissen will, neulich im Garten.de/Blog oder YouTube-Kanal Hase. Noch mehr von mir. Von einem, der versucht, sich zu vergiften. Gut. Bis dann. Tschüss.